Okay. Das hätte der tödliche Schuss sein können. Und es war ungefähr im richtigen Winkel. Ein Schuss rechts, Austritt links. Der Versuch hat gezeigt, dass sowohl Popkin wie Evans den alles entscheidenden Schuss hätten abgeben können. Des Rätsels Lösung fand sich nicht vor Ort, sondern im Archiv von Alan Bennett. Beim Stöbern in seinen Unterlagen entdeckte er einen aufschlussreichen Hinweis. Einen Brief von Sergeant Popkin an das australische Kriegsministerium aus dem Jahr 1935. Darin beschrieb er den genauen Ablauf und fügte eine Skizze bei. Die Stellung, aus der heraus er geschossen hatte, lag zwischen den beiden X-Markierungen. Popkin sagt, er habe frontal auf die Maschine gefeuert, als sie plötzlich einen Ruck tat und er glaubte, den Piloten getroffen zu haben. Aber Popkin schoss von vorn. Er kann ihn nicht getroffen haben. Damit ist das Rätsel gelöst. Von all den Kandidaten auf einen Ruhmesplatz in der Geschichte. Brown, Popkin, Buey. Bleibt nur noch Snowy Evans. Ein Mann, von dem es kein einziges Foto gibt und der einsam und kinderlos 1925 starb. Als Pilot wäre er gewiss in die Liste möglicher Kandidaten aufgenommen worden. So aber war er nur einer jener Namenlosen, die der Krieg zu Opfern gemacht hatte. Wir haben weder Gewehr noch Geschoss als Beweisstücke. Aber wir können sicher sein, dass es nicht Captain Brown war, der den Roten Baron abschoss. Es war der australische Infanterist. Niemand weiß, ob der einfache Fußsoldat ahnte, dass er einen großartigen Flieger vom Himmel geholt und damit eine Legende beflügelt hatte. Bei dem einzig noch lebenden Zeugen ruft das Ereignis noch immer unauslöschliche Gefühle wach. Es war gut, den Roten Baron sterben zu sehen, weil er eine Bedrohung darstellte. Für die Soldaten in den Gräben bedeutete der Abschuss des mit höchsten Orden ausgezeichneten Richthofen einen großen Sieg. Er fühlte sich unbesiegbar und verletzte seine eigene Regel, nie allein anzugreifen. Das war sein Fehler. This was the mistake. Am 21. April 1918 stirbt der berühmteste Flieger des Ersten Weltkriegs. Die Legende aber lebt bis heute fort.